Im Elbland-Klinikum Meißen befindet man sich in den letzten Abstimmungen zu einer ganz besonderen Veranstaltungsreihe, bei der sich alles um das Thema Herz dreht. Im Rahmen der Herzwochen der Deutschen Herzstiftung werden Dr. Jörg Patschke für Meißen und Dr. Andreas Tunsch für Radebeul Themen um den wichtigsten Muskel öffentlich erörtern. Bilder besonders zu beachten sind, denn es ist einmal die Herzschwäche. Ungefähr so 2 bis 3 Millionen Menschen in Deutschland leiden an einer chronischen Herzschwäche und ungefähr 450.000 stationäre Behandlungen müssen wir durchführen wegen der Herzschwäche. Das ist also eine Riesendimension. Und andererseits wollen wir uns in diesem Jahr um Herzrhythmusstörungen kümmern und da ist das Vorhofflimmern die häufigste Herzrhythmusstörung. Da muss man rechnen, dass ungefähr 1 Million Menschen vom Vorhofflimmern betroffen sind in Deutschland. Und wenn wir das Vorhofflimmern rechtzeitig erkennen, gut behandeln, dann kann derjenige, der betroffen ist, ein eigentlich fast normales Leben führen damit. Also er kann eine normale Lebenserwartung haben. Er kann auch eine gute Lebensqualität haben. Wenn wir es aber nicht rechtzeitig erkennen und nicht gut behandeln, dann ist mit schwerwiegenden Komplikationen zu rechnen. Das betrifft Schlaganfälle, Herzschwäche und so weiter. Und weil das eben so wichtig ist für die Menschen, ist es uns auch ein Bedürfnis, die Menschen darüber aufzuklären. Am 5. November in Meißen und am 19. November in Radebeul sollen komplexe Zusammenhänge verständlich dem interessierten Besucher nahegebracht werden. Das Schöne ist bei dieser Veranstaltung, dass wir so dann unsere Vorträge erhalten und dann eben erzählen, wie ist der aktuelle Stand. Wird es behandelt? Wie sind die aktuellen Leitlinien? Was gibt es Neues? Und aber dann eben auch hinterher für Fragen zur Verfügung stehen. Und ich denke, nach meiner Erfahrung der letzten vielen Herzseminare, das ist dieses Jahr das 22. Radebeuler Herzseminar, ich bin seit der 3. Auflage dabei. Das Wichtigste für die Besucher ist der persönliche Kontakt, dass sie einfach auch hier Fragen stellen können zum Thema, knapp am Thema vorbei zu völlig anderen Themen und dann einfach auch das Gespräch suchen können und da ein bisschen mehr Zeit zum Sprechen ist, die sonst in der Sprechstunde oder in der Praxis nicht vorliegt. Den beiden Medizinern ist es wichtig, nah am Patienten zu sein und die Fragen ernst zu nehmen. Sich mit den Themen auseinanderzusetzen, ist außerdem ein guter Teil einer sinnvollen Prävention.